wanna be your man. Du, 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 du. I wanna be your man. Du, 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 du. I wanna be your man. Du, du. Hey ho, liebe Freunde, hier ist wieder euer Vorbootler in Bad Schönfels. Ich sende euch viele liebe Grüße und mache mich auch jetzt direkt mal wieder auf den Weg. Was war denn ja? Letztes Mal hab ich doch unten alles kaputt gemacht. Terrasse unten. Und ich gucke mir das jetzt mal an, was ich da jetzt wohl gerne mal machen würde. Mach mal hier die Tür richtig auf, damit wir auch durchpassen. Treppe reparieren. Da brauchen wir also hier Slabs. Ne? Koppelstein-Slabs. Und das soll dann hier noch erweitert werden. Ja, gut. Schönstein werden wir wohl auch brauchen, um Sachen zu flicken. Erde brauchen wir, Sand brauchen wir. Und ja, okay, dann machen wir direkt mal los. Jetzt habe ich so viele Folgen ja ein bisschen gequasselt und Höhlenausflüge gemacht und schlecht gekämpft und gut gekämpft. Ja, Zeit, dass wir hier mal ein bisschen so reinhauen, ne? Also, machen wir hier mal ein bisschen ins Inventar. Das können wir gleich mal wettlegen. Haben wir denn hier noch? Ach, guck mal, hier ist alles da. Renn ich mal irgendwie so schnell hier rüber zur Kiste. Ich versuche jetzt eine ganz entspannte, unpanische Folge zu machen. Also völlig so, ohne Stress, ohne Nervosität, ja. Das gelingt mir aber nicht. Das könnt ihr euch denken, ne? Ihr wisst ja, ich kann jetzt ein bisschen länger drehen. Ich muss nicht mehr so auf den Tacho gucken. Das tut mir eigentlich, finde ich eigentlich ganz gut. Wertvoll, was wollte ich denn hier? Ich klicke mal drauf, vielleicht sehe ich ja was, was ich brauche. Nein, ich brauche doch Rohstoffe hier. So Sand habe ich doch von gesprochen hier. Sand und Erde haben wir gar nicht dabei. Komm, das kann ja alles mal abgearbeitet werden. Das machen wir demnächst auch mal. Da hole ich einfach mal Kiste für Kiste alles in die Tasche und verbrate das. So, schauen wir mal hier mal. Okay. Ah, guck dir das an, ne? Gut, dann machen wir es am Schluss. Jetzt müssen wir erstmal gucken. I wanna be your man. Du, 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 du. Ja, ich habe einen Ohrwurm gerade, ne? Im Ohr. Wo auch sonst, ne? Ist ja kein ne? Wurm, sondern das ist halt ein Ohrwurm. So. Ja, guck mal, das geht doch ganz einfach. So. Dann haben wir das da schon repariert vom letzten Mal. Oder wann das war, das schon länger her, ne? Hier ist uns doch letztes Mal hier in der... Im 100. Video ist uns doch hier was um die Ohren geflogen. Das sollten wir auch reparieren. Hab ich alles schön mitgebracht hier an Material. Ja, nö. War das so? Kann doch nicht sein, ne? Da noch was. Ja, guckt es schon besser. Ja, weiß gar nicht, haben wir da dreispurig. Ne, dreispurig mag ich nicht so gern. Irgendwie zweispurig sieht immer irgendwie ein bisschen gemütlicher aus. Ja. Gut, schauen wir mal hier von unten, was es hier noch zu tun gibt. Das sollte ja hier vielleicht mal auch da ein bisschen ansprechender werden. Symmetrisch nicht unbedingt, aber doch auf jeden Fall mal so ein bisschen, ja, da ist einfach, soll man hier mal so eine Stallwand hinmachen. Aus Erde. Und mal schauen, wie das dann aussieht. Seid ihr meiner Meinung? Ja? Macht ihr auch schön mit? Habt ihr euch auch ein Swampweedland aufgemacht? Und buddelt jetzt hier schön? Macht ihr noch schönere Sachen als ich? Ja? Dann, warum sendet ihr mich mal einen Screenshot? Also jetzt nicht 10 Screenshots oder so, ja? Aber sucht euch den schönsten aus, den ihr gemacht habt. Hier, vielleicht in dem gleichen Land. Das wäre mal eine Idee, ne? Wenn ihr mir dann sowas mal schickt per Mail, ist das Beste. Ihr wisst meine Mailadresse, Boss. Was sonst, ne? Boss. Dann kommt Ed. Also das ist jetzt Boss, Ed. Ihr könnt euch mal vorstellen, dass viele Leute jetzt so, dann kommt Ed, hinschreiben, ne? Dann kommt Ed. Der Ed ist auch da, ne? Der buddelt mit der Ed. Der Eddie, ne? Eddie... Nein, boss@minenarbeit.de. Und das ist meine E-Mail-Adresse. Und das ist ja ganz so raffinierte Sache. Und da könnt ihr mir dann eine E-Mail senden. Und wenn ihr hier eben auch in Swampweedland spielt und hier auch in der Nähe baut oder woanders, dann macht doch einfach mal Screenshots. So, ich sag mal jetzt. Ja, okay, hier können wir so 3 Screenshots so maximal. Ich muss das ja auch alles gucken und verarbeiten können, ist das Problem. Ja, wenn ich das, ich möchte das gerne mal auf Minenarbeit dann vielleicht vorstellen.
Und was mache ich denn mit dem jetzt hier, mit dem Block? Mache ich den mal erstmal weg. Möchte das gerne vorstellen. So, damit man auch so ein bisschen Vergleich hat. Vielleicht kriege ich auch so ein bisschen Inspiration dadurch. Und ich sehe halt eben auch mal, dass ihr so ein bisschen mitmacht. Und, ne, obwohl, okay, was soll ich tun, wenn ihr nicht mitmacht? Dann würde ich jetzt auch nicht aufhören, meine Let's Plays zu drehen. Ne? Das ist klar, ne? Aber, ah ja, wenn man das so ein bisschen vielleicht so. Ne? Ja, aber das fände ich doch eine ganz schöne Sache. Jetzt haben wir ja auch schon eine Weile lang ist das uns ja klar, dass wir hier in Swampweed spielen, ne? Und das ist ja bestimmt mal eine ganz schöne Sache, wenn wir da ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten haben. Und ihr freut euch doch bestimmt auch, wenn ich euch auf minenarbeit.de da mal poste. Euren Screenshot. Vielleicht packt da noch irgendwie ja, die Koordinaten dazu oder da aufs Bild, je nachdem, wie ihr das so könnt und wie ihr so Bock habt drauf, ne? Ich will euch ja jetzt hier nicht unnötig viel Arbeit zumuten, also muss ja auch hier da nicht sein. Aber das wäre natürlich interessant, wenn man dann zum Beispiel sieht, wo das ungefähr alles ist, was ihr da so gebaut habt. Ja, man könnte doch diesen Wiesenbereich auch noch ein bisschen vergrößern vor dem Fenster. So, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. Das sollten wir dann hier unterbrechen. Es war jetzt noch nicht kritisch dunkel, aber wir haben ja, wie ihr wisst, ja, schöne Felsvorsprünge, viele dunkle Ecken mit dicken Bäumen. Hier solche Gänge und so. Da würde ich mal sagen, wir ziehen uns doch mal lieber in den Turm zurück. Und sehen mal nach, wartet ihnen drinnen noch so alles zu tun gibt. Ne? Nee, da ist unsere Projektwand, ne? Terrasse unten sind wir gerade bei. Hafenanlage können wir jetzt auch nicht hin. Die ist ja draußen, eine Slimehöhle, ja, wieder in die Höhle runter jetzt heute. Nee, dann lassen wir lieber erstmal gucken. Netherausflug haben wir noch vor uns. Ach ja, da müssten wir vielleicht mal so eine Obsidianmaschine bauen, ne? Bettenetage. Da könnten wir mal reingucken. Lass uns doch mal in die Bettenetage eben gucken. Ob es da jetzt noch irgendwie, wisst, das war diese hier, ja? Ich wollte hier einen Teppich reinlegen, also so ein, hier, Dingensbums, sag mal schnell, Wolle, ne? Wolle, ja. Warum nicht? Das müsste ja gehen. Ah, Leute, ich muss mal eben niesen, Moment. Ja, das hat gut getan, das hat sehr gut getan sogar. Ich mach mal jetzt hier einen Wäschetest, also hier so ein, ne? Ja, brauche ich mal wieder eine Hacke, vielleicht sollte ich mal Werkzeug mitnehmen, wenn ich irgendwas vorhabe zu bauen. Könntet ihr mir auch mal sagen zwischendurch, ihr sitzt jetzt zu Hause wieder vor eurem Rechner und flucht, ne, warum ich denn so tranig bin. Meine Güte nochmal, ich gehe hier fast ein, ja, ich muss hier niesen und rülpsen und pupsen. Ich hab den Eindruck, irgendwie, weiß auch nicht, ne? Außerdem ist es hier brüllend heiß drin, irgendwie ist draußen schwül. Ich hab mein Fenster zu, weil ich sonst hier, ne? Damit ich da draußen die ganzen Tussis nicht höre, die vor meinem Fenster stehen und kreischen, ne? Kann ich ja nicht bei aufnehmen. Hab ich denn die Axt jetzt hingetan? Da ist sie doch. Da ist sie doch, die Axt. So, dann hauen wir mal ein bisschen Fußboden auf, so hier, so dieses, so, ne? So. Mensch, ist das warm hier drin, du. Ein Rechner, der brüllt jetzt, ein Rechner, der arbeitet, der kopiert da irgendwie Videos und haut da so richtig Terabyte für Terabyte auf die Festplatte. Dass es nur so eine Freude ist. Genau wie ich jetzt hier so Stein für Stein vernichte. So, schauen wir mal nach hier. So, zack. Ja, gut, was würdet ihr denn sagen jetzt? Ich versuche jetzt mal so, jetzt versuchen wir mal so ein bisschen zu, so Telepathie oder so. Ja, ich konzentriere mich jetzt auf euch, obwohl ich ja jetzt ganz anders, in einem ganz anderen Moment drehe, als ihr ja zuguckt. Ne? Also schätzungsweise wird das Video, was ich hier gerade drehe, oh, in 3 oder 4 Tagen erst rauskommen. Ja? Und jetzt versuche ich einfach mal so mit so geistiger Kraft, so mentaler Stärke, die ich ja sowieso benötige,
Ja, da versuche ich jetzt mal herauszufinden, was ihr hier für einen Wollboden bevorzugen würdet. Ich überlege, ich empfange eure Schwingungen. Ich empfange eure Schwingungen. Ich empfange eure Schwingungen. Ja, ich spüre es genau. Spürt ihr es auch? Gleich geht es los und ich habe die Vision. Ich habe die Vision. Die Vision. Die Vision. Die Vision. Dass ihr grüne Wolle wollt. Ist das euer Ernst? Grüne Wolle soll ich jetzt hier als Fußboden reintun? Ich meine, das brächte mal Farbe ins Spiel, ne? Aber grüne Wolle wollt ihr jetzt hier reintun? Erzählt doch keinen Unsinn. Ja, ich bin jetzt hier wirklich schlagartig aus meiner Vision aufgewacht. Ne? Lass uns doch lieber mal, ja, rot vielleicht nicht. Was ist denn mit... Ja, ich würde ja hier gerne mit meinem... Seht ihr, das ist nämlich wieder schwierig. Weil ich hier mit meinem Texture-Pack, dem extra Texture-Pack, arbeiten möchte. Ja, dann haben wir ja hier alles, da müssen wir ja mal eben umdenken. Da können wir ja gar nicht mehr in Farben denken. Da müssen wir ja jetzt in Mustern denken. Zum Beispiel Pink Wool ist ja hier Herzchen. Dann haben wir hier diese Grey Wool. Das wäre vielleicht was. Das ist so dieses komische Fantasietier, ne? Was habe ich gesagt? Phantomas oder was? Ja, weiß ich auch nicht mehr, was ich da gesagt habe, ey. Und hier. Ja, das ist Aluminium, ne? Aber hier Holz ist auch nicht so gut. Schwarz ist immer gut, aber das wäre zu dunkel. Ey, mal ganz blöde gefragt. Sollen wir nicht einfach mal weiße Wolle da reinklatschen? Jetzt mal so ohne Scheiß. Einfach mal einfach sagen, komm, wir sind jetzt mal so völlig normal. Wir müssen ja nicht immer extravagante Sachen tun die ganze Zeit. Davon wird einem ja fast schwindelig. Pass auf, hier so weiße Wolle. So, in so einer Schlafkammer. Das wird doch ganz gut, oder? Gucken gleich mal eben aus der Entfernung. Ich gehe mal hier da nochmal in die. Das wird ganz nett. Und da könnte man ja später noch so ein bisschen so verzieren. Komm, die knall ich jetzt hier weg, ey. So. Hier so ein bisschen rein. Also ich merke schon langsam so ein bisschen die Super Pickaxe aus dem Server. Die wirkt ein wenig nach. Ich mach manchmal so plock, plock, plock oder so und Moment mal, ne? Da war doch noch was. Wieder umdenken. Ich bin jetzt wieder. Ah so, aber das macht jetzt nichts. Aber jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen. Das hätte dann doch wieder was gemacht, ne? Hättet ihr mich wieder ausgelacht? Keiner hat mich lieb. So. Jetzt kriegen wir so wieder ein. Und ich kann Scheiß machen. So. Guck mal, guck mal, guck mal. Da geht auch, kommt einer rein, so ein Geist, ne? Okay, finde ich gut. Also ich finde das ganz gut. Das ist schön hell und freundlich. Da können wir noch mehr Betten hinstellen später. Hier noch mehr aufhacken. Was habe ich denn jetzt noch? Zwei Wolle dabei. Ich will jetzt erstmal natürlich noch ein bisschen aufpassen. Wir müssen auch zwischendurch mal wieder Schafe fangen gehen, ne? Ach, das müssen wir jetzt ja auch ganz anders machen. Da müssen wir ja jetzt mit der Schere immer ran. Ach du Scheibenkleister. Ich mag die doch nicht so. Ich finde die doch viel zu teuer. Na, da die Scheren, ey. Nur aus Silber herstellen, weißt du? So ein Quatsch. Ich meine, okay, ich habe Silber gefunden, ordentlich, ne? Also, hier. Iron-Ore. Ne? Hier so Eisenohren. Ja? Und, ich war ja letztens hier nach der letzten Folge nochmal in Ruhe, ein bisschen unten und hier in der Nachbarschaftskammer und da habe ich dann versucht, hier noch ein bisschen Ressourcen abzubauen. Ist mir auch gelungen. Also habe ich auch richtig schön in aller Ruhe. Das ist ja, ich werde ja nicht müde, das immer wieder zu erzählen. Eine ganz andere Sache, wenn man ganz alleine spielt. Dann klappen plötzlich auch Sachen, die dann im Video immer völlig schief gehen, weil man da einfach sich überhaupt nicht konzentriert so richtig. Ne? Wollte ich mal einen Bogen bauen? Haben wir ein Holz in der Nähe? Also hier in der Kiste. Ja, oh. Da habe ich Holz bei, aber ich bin jetzt der Meinung, ich habe doch letztens erst noch. Ach, da, guck mal.
Ja, nehmen wir das mal hier. Ah, hauen wir hier mal noch ein bisschen Holz weg. Hier bauen wir alles da ein. Dann machen wir uns ein paar Stöcke. Ja, nichts verschwenden. Jetzt brauche ich noch nur ein bisschen Faden. Habe ich doch gewiss da drüben in meiner Mops- und Pflanzenkiste. Ach, schaut mal, 27. Da können wir ja Bögen bauen ohne Ende. Pfeile sollten wir uns dann gleich mal wieder holen gehen aus der Fabrik. Bist du doch eigentlich auch schon eine ganze Menge da drüben liegen. So, Bogen, Pfeile kommen dahin. Wir haben überhaupt keine Fackel mehr dabei, ne? Ja, das kommt daher, dass ich letztens hier in Vorbereitung zu dem Tausender-Video 13. Oh, das so. Oh, noch ein dazu, komm. Machen wir die alle weg. Das ist ja, man braucht ja Fackeln ohne Ende, ne? In dem Tausender, Quatsch, 100er-Video, Tausender-Video. Jetzt werde ich aber wirklich groß und wahnsinnig, ne? Da habe ich dann irgendwie Mist gebaut, bin einem Zombie irgendwie da draußen irgendwie in die Arme gerannt und habe das noch vergessen wiederzuholen. Auch guck mal hier, wir haben Besuch. Wolle muss reinlasse. Na klar. Noch ein Faden gesichert. Macht die blöde Spinne denn da? Wie konnte die uns wittern? Und da ist ja noch eine. Ja, komm doch. Komm her, oh, wenn du was willst. Ja, so. Auch erledigt. Der Fall ist auch schon wieder Tag. Aber der blöde Regen, da merkt man das überhaupt nicht. Ne? Wir könnten mal hier draußen schön weiterarbeiten. Aber guck mal, da hinten ist noch alles voll mit, ja, so gefährlichen Sprengschweinen und sowas. Ne? Das ist doch nicht das Wahre. So, mal gucken wir mal hier noch ein bisschen. Da, was wollte ich denn noch ein bisschen essen? Nö, brauche ich eigentlich nicht. Das könnte ich ein bisschen anders verstauen. Ach, das können wir jetzt auch weglegen. So. Ja, ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich würde gerne mal noch ein bisschen mit der Schere so ein bisschen rumfummeln, damit ich da ein bisschen mehr Routine entwickle. Muss mich da jetzt einfach mal überwinden, ne? Lass doch mal aufhören zu regnen. Na, guck mal da. Hallo, ne? Ja, ist ja nett, aber wir können dich aber gar nicht. Wir wollen keinen Besuch. Ja, wir wollen dir keinen Besuch. Haut ab. Wir wollen ja keine Fremden. Das ist ein ruhiger Ort. Er soll auch ruhig bleiben. Hau ab, Rambo. Ja, toll. Blöder Affe. Musste der jetzt so früh explodieren? Mann, hätte auch ein bisschen sich Zeit lassen können, oder? Kommt da noch mehr jetzt? Mann. Ist ja nicht zu glauben. Unverschämtheit. Ja, hier alles weggemacht. Wir haben Schildstein da. Vielleicht machen wir das besser aus einem anderen, billigeren Material. Damit das nicht immer so aufwendig ist, hier zu reparieren. Den brauchen wir ja noch, den schönen Stein, für alle möglichen anderen Sachen. Ja, zum Beispiel sowas. Ja. Okay, mal weg. So. Aber meinst du, sind wir jetzt hier sicher? Nee, ne? Ja, lieber nochmal auf Projektwand gucken. Ich höre ja auch wieder immer nur die ganze Zeit einen Zombie. Ach, ist mir jetzt völlig wurscht. Ja, Terrasse unten, entwickelt sich dann vielleicht mal langsam. Sonst, was könnten wir hier noch machen? Bettenetage haben wir uns angeguckt. Ja, wir brauchen mal einfach mehr Wolle noch. Ich habe jetzt Wolle, aber wie ich so bin, ich möchte nicht immer so auf letzte Reserve gehen, ne? Ich finde immer geil, wenn man von jedem Material auch noch irgendwie so ein Stack Reserve hat, ne? Für so Spontanfälle. Oben, der Versuchsraum. Ah, jo. Schau ich oben? Schau ich oben nach? Gucken wir mal. Hier, das ganze Plunderzeug. Also hat einer gefragt, wenn du jetzt hier den Boden änderst, ne, hier höher machst, wie geht's dann unten? Also das war meine Idee. Ich lasse diese Steinetage hier, ja, diesen Part, den lasse ich so, damit der Raum hier von unten ganz normal aussieht. Könnte man ja auch noch irgendwie so Holzbalken reinziehen. Das finde ich eigentlich immer schön. Das sieht dann ein bisschen wohnlicher aus, ne? Aber oben. Deswegen repariere ich das Loch noch nicht.
Weil wir einen Stein gespart haben. Ich weiß ja noch nicht, ob ich dann überhaupt dann so weitermache, ne? Oder ob ich dann eben hier Holz reinziehe. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht immer hier so quer zwischen diesen Fenstern oder so und dann auch nochmal in dieser Richtung. Aber vielleicht auch gar nicht so regelmäßig, sondern hier, wo diese Balken sind, das könnte ich mir gut vorstellen. Obwohl, da komme ich jetzt hier, wo die Treppe ist, an. Treppe müssen wir eh noch mal gucken, weil dann kommt hier halt eben so eine Etage Kuschelwolle hin, ne? Und, ja, völlig klar, das soll so sein, aber dann kommt man eben hier höher an, dann ist dann auf dieser Höhe, das ist dann jetzt hier so der normale Fußbodenhöhe, die normale Fußbodenhöhe, und dann müssen wir da, wir gucken, dass wir die Decke noch ein bisschen höher heben. Ja, das war das hauptsächliche Problem, dass man hier vielleicht dann diesen Weg noch höher macht. Und ich wünsche mir allmählich, dass ich auf dem Server wäre, dann könnte ich jetzt einfach einen Fehler eingeben und es wäre schönes Wetter. Bin ich aber nicht, ne? Und trotzdem, ich sage mal, für heute reicht's. Das war jetzt sehr schön, dass ich mal über die 15 Minuten gehen konnte, so ganz, bis ich jetzt keine Lust mehr habe. Oder, ne, ist jetzt Stillstand. Und da machen wir dann mal beim nächsten Mal weiter. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich war euer Vorbuddler, bin es auch beim nächsten Mal, sofern ihr es denn wollt. Macht's gut. Ja, Visionen. Schwingungen. Schwingungen. Ah. Grüne Wolle. Die haben noch einen Knall.